Willkommen zum XCJD-WM-Stammtisch am Tag des 10-Kilometer-Einzelstartrennens der Damen. Und es freut mich ganz besonders, dass es so kurzfristig geklappt hat, so kurzfristig nach dem Rennen, uns zugeschaltet aus dem Teamhotel der deutschen Langläufer in Tarvisio, Pia Fink. Servus, Pia. Hallo. Und aus Dresden zugeschaltet. Warum er dort ist, wird man später noch thematisieren. Tobias Angerer, mehrfacher WM-Medaillengewinner, Olympiamedaillengewinner und zweifacher Gesamtweltcupsieger. Servus, Tobi. Hallo, grüß euch zusammen. So, Pia, jetzt müssen wir natürlich mal heute über dieses Rennen reden. Was war das für ein Rennen? Hättest du ja selber gedacht, dass es heute so weit nach vorne geht in die Top 10, Platz 7 am Ende? Nee, also auf keinen Fall. Ich habe mir am Anfang ein bisschen schwer getan, mir ein richtiges Ziel zu setzen, weil es doch, weil man manchmal auch nicht einschätzen kann, wer am Start ist und wer nicht. Und ich habe dann so gesagt, mit nochmal in dem Top 15 Platz wäre ich wirklich sehr zufrieden. Und dann, als ich im Ziel war, konnte ich irgendwie dann gar nicht glauben, dass dann doch immer wieder welche hinter mir sich eingeordnet haben. Und ja, bin wirklich mehr als zufrieden und glücklich mit dem Platz heute. Lass uns mal ein bisschen mitfiebern heute. 10 Kilometer auf einer, ja, denke mir, nicht einfachen Strecke. Also da wird schon der komplette Langläufer gefordert. Ja, wie war es für dich unterwegs? Ja, also es ist definitiv eine anspruchsvolle Strecke. Man musste ja auch immer mit dem Kopf voll und ganz dabei sein, weil man doch ein paar Mal abbiegen musste. Also die Runde bestand eigentlich, oder die zwei Runden, die haben sich immer wieder überlappt. Und heute war es, denke ich, auf jeden Fall wichtig, dass man sich das Rennen gut einteilt, dass man, gerade weil dann zum Schluss hinten ein sehr langer Berg drin war, der, wo man sich zwischendrin eigentlich gar nicht wirklich erholen konnte. Und ich glaube, dass das mir heute sehr entgegenkommen ist, weil ich ja doch eher immer ein bisschen langsamer starte. Und ja, von daher glaube ich, meine Renneinteilung hat ganz gut passt. Ubi, was sagst du zur Leistung von der Pia heute? Ja, wir haben es im Livestream verfolgt. Wir waren ja gerade auf der Eislaufbahn und ich konnte das hier jetzt gleich mal nutzen. Pia, herzlichen Glückwunsch. Das war ein mega starkes Rennen von dir. Und Mario hat es ja schon gut gesagt, du hast es da super einteilt. Kann ich ja gleich mal eine Frage stellen? Das war ja deine Taktik, oder? Ja, also zumindest war der lange Berg, habe ich mir schon vorgenommen. Ja, das mit dem langsamen Start, das ist immer mein Problem. Das habe ich heute eigentlich nicht versucht, so langsam loszulaufen. Eigentlich habe ich schon versucht, am Start schnell wegzulaufen, den ersten Berg zügig hoch zum Laufen. Aber gerade dann, als es an den langen Anstieg ging, da war dann die Dickens ein paar Meter vor mir. Da habe ich dann schon gewusst, da darf ich jetzt nicht unbedingt mitgehen, gerade weil sich der Berg dann, also sie war in der ersten Runde und ist dann ins Stadion abbogen und ich musste nur weiter hoch. Und gerade da wusste ich dann, dass ich dann nicht auf Ach und Krach dranbleiben darf, sondern dass es für mich oben raus dann erst zählt. Und hat sie dieses was mir noch gut gefallen hat, ja, Tobi? Also, na, passt schon. Ja, was mir noch gut gefallen hat, Pia, das war vor allem, wie du an den Anstiegen den 1-1er durchgedrückt hast. Ihr habt es ja gesehen, also ja. Diese Strecke, die ist ja sehr 1-1er-lastig und du hast aber dann trotzdem, hast versucht, deinen Rhythmus ein bisschen zu erhöhen und trotzdem eben in der 1-1er-Technik zu bleiben. Und das hat richtig gut ausgeschaut. Und ich glaube, das war dann auch der Schlüssel für dieses absolut tolle Ergebnis. Nun hat sie ja, das Ergebnis darüber ja schon... haben wir gestern mit. Ja, gerne, immer. Sorry. Sorry. darüber haben wir halt mit Per und Axel gestern sehr viel geredet, dass das halt in die letzten Rennen schon deutlich war, dass wenn man da möglichst weit 1-1 macht, dass man vielleicht auch ein bisschen Kraft im Oberkörper und oder nee, vor allem in die Beine sich schonen kann. Genau, und das war dann natürlich heute auch mein Plan, das möglichst gut umzusetzen. Nun war es ja so, dass dieses Ergebnis sich ja schon ein bisschen angedeutet hat mit diesem 14. Platz im Skiathlon. War das für dich eigentlich das überraschendere Ergebnis, dieser 14. Platz, wo du eigentlich ziemlich lange im klassischen Teil in der Spitzengruppe noch mithalten konntest? Nee, eigentlich bin ich von beide Ergebnisse echt überrascht. Aber klar, der 14. Platz im Skiathlon hat mir dann schon Hoffnung gegeben, weil Skating Einzel mir doch tendenziell ein bisschen mehr liegt wie ein Skiathlon.
Und ja, doch, also bin wirklich mehr als überrascht von mir selber, in was für einer Form ich jetzt hier bin. Nun war das ja nicht das einzige gute Ergebnis heute. Ein 11. Platz von der Katharina Hennig, den man natürlich jetzt nach einem 4. Platz im Skiathlon auch nicht, ja, wie soll ich sagen, überbewerten darf oder beziehungsweise jetzt zu schlecht reden darf. Sie war in den Interviews hinterher ja, sehr zufrieden damit. Tobi, denke mir, ist ein gutes Zeichen für die weiteren Wettkämpfe, oder? Ja, also auf jeden Fall die Ergebnisse von der Katharina und der Victoria Top 15 beim Großereignis. Katharina ist eine Klassikspezialistin und sie war zwar heuer mal im Skating auf dem Podest, aber das kann man nicht jedes Mal wieder erwarten. Und sie hat auch ganz, ganz gut das auch im Interview erklärt, dass, ja, dass sie das jetzt mitgelaufen ist, aber der Fokus nicht komplett drauf gelegen ist, sondern jetzt kommen die Rennen mit Staffel. Und dann noch die 30 Kilometer in der klassischen Technik, von dem her die Form passt. Das ist einmal das Wichtigste. Und auf das kann man, glaube ich, super drauf aufbauen und kann vor allem jetzt da mit einer gewissen, mit einem Selbstvertrauen jetzt auch nach vorne gehen. Ich meine, jetzt kommt dann die Staffel. Das ist das Highlight bei einer Weltmeisterschaft und das Team ist stark. Und von dem her könntest du da eben auch mit Zuversicht dahin gehen. Der Tobi hat schon angesprochen, die Staffel. War das heute, Pia, für dich auch so ein gewisses Qualifikationsrennen noch? Wie schaut es da aus? Ist deine Nominierung damit fix? Oder ja, müsst ihr über dieses Thema noch reden? Ja, wir haben noch nicht final drüber geredet. Das denke ich passiert dann heute Abend. Aber ich hoffe natürlich schon, dass das heute meine Quali für die Staffel war. Ja, die deutschen Leistungen insgesamt auf einem sehr guten Niveau hier bei der Weltmeisterschaft. Nicht nur bei den Damen, auch die Herren sind gut unterwegs. Ich spreche nur an die beiden 7. Plätze von Friedrich Moch im Skiathlon und dann im Teamsprint mit Janusz Brugger. Tobi, was sagst du zu den Herren? Ja, also der Friedrich zeigt da eigentlich die ganze Saison schon, dass er jetzt da wirklich in der erweiterten Weltspitze angekommen ist, hat konstante Ergebnisse in den Top 10, Top 15 und das ist eigentlich einmal eine sehr, sehr gute Grundlage, auf die du aufbauen kannst. Und jetzt beim Großereignis, ich meine, wir brauchen nicht drüber reden, morgen wird es auch wieder über die Norweger gehen. Die sind einfach, ja, egal wen sie einsetzen, die sind dann vorne mit dabei. Aber na, ich glaube, man kann einiges erwarten. Er hat gesagt, Top 10 wär auf jeden Fall das Ziel. Wenn es weiter vorgeht, wehren wir uns nicht. Gell? Also das ist klar. Und, aber ich erhoffe mir natürlich auch von den anderen jetzt nochmal ja, einen guten Schub für das Rennen morgen. Der Jonas ist in einer guten Form. Der Janosch läuft der morgen auch. Und beim Lucky warten wir mal ab. Morgen haben wir 15 Kilometer. Das ist jetzt eine andere Strecke wie jetzt die 10 Kilometer sonst im Weltcup. Von dem her hoffe ich mir schon, dass da morgen der ein oder andere unter die Top 15 laufen wird. Du hast die Dominanz der Norweger angesprochen. Bei den Damen war es bislang die Dominanz der Schwedinnen. Pia, vielleicht ein Wort zur Weltmeisterin Jessie Diggins. Es ist der erste Einzel-Weltmeistertitel für die USA. Ja, denke mir, ein richtig cooles Ergebnis, oder? Ja, auf jeden Fall. Das hat sie sich auf jeden Fall auch verdient. Also, die zeigt ja jedes Mal, dass sie wirklich bis an ihre Grenzen oder drüber hinausgeht. Und gerade heute war ich ein paar Meter hinter ihr. Und da habe ich schon gemerkt, dass sie heute auf jeden Fall alles gibt, damit da ein gutes Ergebnis dabei rauskommt. Und das freut mich natürlich auch für sie. Wie wichtig ist es für so eine Sportart oder für speziell die Damen, dass da jetzt auch mal jemand anders vorne ist, nicht immer nur die Skandinavier oder beziehungsweise eine Johaug, die ja nicht mehr oder die ihre Karriere ja schon beendet hat? Ja. Ja, schon sehr wichtig. Also es gibt natürlich auch Motivation, alle andere, dass es möglich ist, dass man es schafft. Und ja, und es macht natürlich den Sport auch interessanter, wenn da nicht immer dieselben gewinnen. Wie früher oder beziehungsweise in den Jahren zuvor haben wir ja immer erst ab Position 2 sozusagen die Rückstände gerechnet. Eine war vorne immer raus sozusagen, weit raus. Ja, ist es jetzt gut so, sage ich jetzt einmal, dass sie nicht mehr mit dabei ist und dass die Rennen wieder spannender werden, sage ich jetzt einmal, auch für die ganze Sportart?
Ja, finde ich schon. Also ich persönlich finde es auch in dem Massenstart sehr angenehm, dass sie nicht nur am Start ist, weil da nicht von Anfang an so ein extrem hohes Tempo drin ist. Das hat man, denke ich, beim Skiathlon auch gemerkt, dass das Feld einfach viel länger zusammen bleibt. Und doch, also ich glaube, das kommt uns Sportler entgegen und die Zuschauer natürlich auch. Ja. Ruby, deine Meinung dazu? Ja, ich kann mit dem Ganzen nur anschließen. Also bei den Damen ist es jetzt halt einfach deutlich ausgeglichener. Es gibt verschiedenste Siegerinnen in diesem Winter und das ist eigentlich schön zu sehen, dass so viele Nationen jetzt immer in den Top 10 sind. Das ist immer wichtig für eine Sportart, dass jetzt nicht das, was man jetzt aktuell eben vielleicht bei den Herren hat, wo einfach von den ersten 8 Plätzen sieben Norweger sich rumtummeln. Das ist halt bei den Damen aktuell deutlich, deutlich schöner anzuschauen, weil man auch nicht weiß, wer wird das Rennen gewinnen. Es gibt natürlich einen Favoritenkreis, aber dazu gehören mittlerweile deutlich, deutlich mehr wie zu der Zeit von Johaug. Lasst uns noch über ein anderes Thema sprechen. Der Aufschwung im deutschen Damenteam hat zwar schon vor ihm begonnen oder vor seiner Verpflichtung, aber es fällt trotzdem jetzt seit ja, diesem Jahr immer wieder der Name Per Nilsson, wenn es um die deutschen Erfolge geht. Pia, wie ist es für dich ja, mit diesem Schweden, sage ich jetzt mal, der große Erfahrung mit der Frida Karlsson hat, zusammenzuarbeiten? Es macht echt richtig viel Spaß. Wir waren natürlich am Anfang auch ein bisschen skeptisch, ein neuer Trainer. Gerade wir Allgäuer Mädels hatten jetzt doch jahrelang denselben Trainer und waren da damit sehr zufrieden. Aber doch, mit Per macht es viel Spaß. Er bringt viel neue Ideen mit, neuen Input. Und ich glaube, wir haben uns alle wirklich durch die Bank weg dieses Jahr verbessert, einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und doch, es ist ein sehr angenehmes Miteinander. Ich habe mir sagen lassen, dadurch, dass Englisch gesprochen wird, wird jetzt wieder mehr zugehört, weil man muss mehr aufpassen, sozusagen, dass man alles versteht. Ja, in manchen Situationen auf jeden Fall. Ihr Ui, was sagst passt doch immer auf, oder? du? Meistens. Ruby, was sagst du zu den neuen Verpflichtungen? Es gibt ja einen neuen Herrentrainer mit Marc Steuer. Ja, alles richtig gemacht von Peter Schlickenrieder und Andreas Schlüter in diesem Fall? Ja, ich habe letztes Wochenende mit dem Peer und mit Marc mich ja länger unterhalten. Und man merkt einfach auch die Motivation, die bei ihnen da ist, das Team besser machen zu wollen. Der Peer bringt natürlich auch ein bisschen so die skandinavische Note mit rein. Er macht sich viele Gedanken, holt sehr viel Input eben aus anderen Sportarten und hat einen sehr breiten Horizont. Und also man merkt, er geht dann sehr ins Detail und ja, er will euch einfach tagtäglich besser machen und man sieht es jetzt auch bei den Damen, da sind jetzt seit 8 bei der WM mit dabei. Es ist jetzt dieser berühmte Konkurrenzkampf auch da, der einfach aber auch das Geschäft belebt. Das wird die Pia bestätigen. Du hast Weltklasse im Ja. eigenen Team und das macht einfach alle Sportlerinnen besser. Und ich komme mich einfach an unsere Zeit zurückerinnern, da war es nichts anders. Da war René Sommerfeld der Erste, der eine Medaille beim Großereignis gewonnen hat. Wir haben jeden Tag im Training gesehen, da müssen wir hin, dort ist die Weltspitze. Und dann kriegst du selber gar nicht mit, wie du besser und besser wirst. Und plötzlich siehst du es aber dann auf der Ergebnisliste. Und das ist jetzt eine sehr, sehr gute Struktur, die da vorhanden ist. Und von dem her kann es so weitergehen. Ein wichtiges Thema ist der Nachwuchs. Und ich habe es vorhin angedeutet, wir sprechen noch kurz darüber, warum du jetzt gerade in Dresden bist, Tobi. Was machst du dort? Dresden ist eine schöne Stadt. Na, wir haben ja während dem Weltcup in Dresden war ja immer auch im Anschluss die Schulsportwoche. Das war ja ein Projekt, was die gleiche Wertigkeit oder Wichtigkeit auch wie der Weltcup selbst gehabt hat. Dass man dann den Schnee danach nutzt, um Schulkinder auf Schnee zu bringen, auf den Ski, in den Schnee, so muss ich sagen. Um sie einfach auch für die Sportart zu begeistern und dass sie was Neues erlernen können. Es gibt im Dresdner Umland viele Skivereine, das Erzgebirge ist nicht weit weg. Ja, und das Projekt ging jetzt halt eben weiter. Der René Kindermann mit seinem Team haben eine tolle Location gefunden, und zwar die Eislaufbahn im Ostra-Gehege. Die wurde jetzt mit dem Wochenende
wird jetzt nicht mehr gekühlt, sondern die würde jetzt normalerweise abtauen. Was haben sie gemacht? Sie haben das ein bisschen aufgeraut. Der Eisabrieb kommt dazu und es ist eine tolle Langlaufbahn entstanden, muss man sagen. Und jetzt haben wir insgesamt in dieser Woche über 600 Schulkinder, die man jetzt auch dieses Erlebnis ermöglichen. Es macht riesig Spaß, lauter leuchtende, glänzende Kinderaugen. Die Lehrer sind glücklich, die Eltern sind glücklich. Und es sind auch, glaube ich, also was ich bis jetzt so gesehen habe, auch große Talente dabei. Das klingt doch cool und ist ein schönes Schlusswort, denke ich mal. Denn der Nachwuchs ist wichtig, auch um die Zukunft des deutschen Langlaufs zu sichern. Danke euch für dieses Gespräch. Pia, noch viel Erfolg weiterhin bei der WM. Und Tobi, wir hören uns und sehen uns. Bis dann. Servus. Danke. Vielen Dank. Ciao.